Ja, Alex, Glückwunsch, dritter Sieg im dritten Heimspiel. Diesmal habt ihr euch eine kraftraubende Aufholjagd erspart, aber so ganz ohne Spektakel und Drama könnt ihr dann irgendwie doch nicht halten. Ja, wir müssen den Sack, glaube ich, ein bisschen früher zumachen. Haben Riesenchancen und dann bleibt es auch immer spannend, auch wenn wir heute, denke ich, dominant gespielt haben und auch gut gespielt haben nach vorne. War nicht einfach, die haben sich gefangen und haben sich ziemlich tief reingestellt und ja, warten dann auf Fehler und Kontern. Das ist immer gefährlich und heute haben wir gewonnen. Deshalb konnten wir auch glücklich halt über uns gehen. Lautern freut man sich immer so ein bisschen über Fritz Walterwetter, aber für euch, sage ich mal, ist es wahrscheinlich schwierig, auf so einem tiefen Boden oder so Regen zu kämpfen. Ja, der Ball ist schnell. Da muss man sich drauf einstellen und man hat das auch heute gesehen, dass der Rasen ein bisschen glitschig war. Aber nichtsdestotrotz haben wir das Beste draus gemacht und wichtig ist, dass wir 1-0 gewonnen haben. Allem anderen juckt mich das, das juckt mich eigentlich nicht nach dem Spiel. Zu Hause läuft's gut, wie gesagt, 3 Siege. Was müsst ihr jetzt nächste Woche machen, damit es auch auswärts mal mit einem Dreier klappt? Ja, ist ja nicht so, dass wir auswärts nicht gut gespielt haben. Wir haben es einfach nicht clever gespielt und so ein bisschen wie heute, dass wir den Sack vielleicht schneller zumachen müssen. Heute den Gegner zu lange im Spiel, auch wenn die nicht gefährlich sind. Es braucht eine Situation, wo man klingelt, so wie wir es jetzt in den letzten Auswärtsspielen noch gesehen haben. Und ja, müssen wir unser Spiel abhaken, analysieren das schnell und dann konzentrieren wir uns aufs nächste Spiel. Ja, Kalli, dir Glückwunsch zum Sieg, dritter Sieg im dritten Heimspiel. Seid ihr froh, dass ihr euch wenigstens eine kraftraubende Aufholjagd heute mal erspart habt? Ja, wir sind froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ich glaube, dass letzte Saison solche Spiele relativ vielleicht ein oder andere Konter gekriegt und vielleicht in der Rückschlag gegangen. Und das haben wir in diesem Spiel besser gemacht, dass wir dieses Risiko von Konter ein bisschen mehr verhindern. Man sieht es dir auch im Gesicht an, tiefer Rasen heute durch den vielen Regen. War anstrengend heute? Ja, war anstrengend. Hey. Unglaublich schwer. Und das war schwer, so Räume zu finden. Aber wir haben versucht, immer so weiter Chancen zu haben. Und wir haben viele Chancen gehabt. Vielleicht wird es ein bisschen früher das zweite, also generell dauern. Ich möchte sagen, die Chancenverwertung, ist das heute das Einzige, was euch so ein bisschen ankreiden muss? Ja, erstmal, wir hatten die Chance, dass wir nicht nur der Stürmer, aber jeder Spielwerfer hast, kann total gefährlich sein. Das ist auch das Positive, muss man sagen. Die positive Sache, wir sehen heute, die positiven Sachen mitnehmen, jetzt auch auswärts zur Union, dann ist auch da im Dreier klappt. Lass den Jungen einfach mal in Ruhe, der ist da unfassbar. Also, immer diese Interviews. Ja, ja. Viele positive Sachen, wenn man das macht. Wie gesagt, der Gegner hat auch keine große Torchance. Wir haben keine Torchance. Wir haben alles gut.